Moin moin miteinander und willkommen zurück zu Icewind Dale. Ja, es geht weiter nach diesem sehr aufreibenden Kampf letztes Mal. Ich habe alles, was die Gegner hinterlassen haben, hier mich vollgepackt. Ein bisschen was schon auf die Leute verteilt. Die Panzerhandschuhe hier, die hatte vorher hier Drakon. Der hat dafür die Ogerkrafthandschuhe bekommen. Naja, gut. Also ein bisschen was verteilt. Und jetzt möchte ich natürlich dann das ganze Zeug verkaufen. Geh dir zur Seite. Also erledigt. Ab in die Taverne. Dann werden wir uns noch ein letztes Mal ausruhen. Und nach dem Ausruhen, ja, würde ich sagen, geht's weiter, ne? Dann müssen wir zum Stamm des Grauen Wals und auf eine Insel fahren. Na, die Leute wollen nicht reingehen. Doch, wollen sie. So. Ganz recht. So, Kiran. Ich habe den Gefallen getan übrigens, ne? Nur so nebenbei. So, ich habe zufällig euer Gespräch mit dem Herrn da draußen mitbekommen und wollte euch nur sagen, dass ich euch sehr dankbar für eure Hilfe bin. Was ihr getan habt, war weit mehr, als wir eigentlich vereinbart haben. Habt vielen Dank. Oh, das ist ja schön, dass er sofort darauf zu sprechen kommt. Böse Zauberer zu töten macht ganz schön durstig. Wie wär's, wenn ihr mir einen ausgebt? Ja. Tada! Cool. Nordbräu, Kniekracher, Luskana, Starkbier. Was haben wir denn hier so alles? Mondschein-Whisky. Oh, wisst ihr was? Wir nehmen den Kniekracher. Was steht denn jetzt hier? Wie ich höre, hat der Versuch, der Zwerge, das Barbarenlager auszukundschaften, in einer Katastrophe geendet. Der einzige Überlebende, Ronald Tunnelfaust, ist noch in der Stadt. Na gut, okay, Gerüchte. Brauchen wir jetzt alles nicht. Fertig. Na gut. Ihr habt Kiran von den Meuchelmördern beschützt. 630.000 Erfahrung. Yay! Und drei Leute sind aufgestiegen. Das ist natürlich schön. Drakon ist aufgestiegen. Krass. Okay. Dann steigt mal auf, ne? Was ist denn aufgestiegen? Ah, Kämpfer ist... Ne, Kämpfer? Ich glaube, Kämpfer ist aufgestiegen. Waffenfertigkeiten. Ja, was nehmen wir denn da? Große Schwerter, kleine Schwerter, Bögen. Ah, Äxte, ne? Komm. Dann ist das voll. Einverstanden. Ja, Kämpfer 12, Dieb 14. Schön. Next. Hier. Unser Magier, schön. Eine Stufe höher. Ja, hier können wir leider gar nichts machen. Also einverstanden. Zauber. Ich müsste mich ja hier nochmal wieder ausruhen jetzt. Da könnte ich doch auch gleich vielleicht irgendwas umstellen. Möglicherweise. Mal gucken. Hier zum Beispiel, das nehme ich mal weg. Dann nehmen wir stattdessen... Eissturm ist, glaube ich, im Eis nicht gut. Kraftgeschosse. Brüllen. Brüllen. Brüll. Was macht die normalerweise? Säure. Beliebiges richten kann. Erreicht die Kugel das Ziel, explodiert sie und tränkt das Opfer in starke Säure. 1 bis 4 Schadenspunkte. Ach ja. Ach ja. Ja, dann mach das doch mal. So, hier gibt's nichts. Können wir was verbessern? Statt Sonnenfeuer vielleicht einmal das hier. Vielleicht nochmal eine Todeswolke extra.
Na, wir lassen das erstmal so. Ich glaube, das lassen wir auch so. Und hier nehmen wir... Was nehmen wir denn hier mal? Betäubung? Regenbogenstrahlen? Sieben Augen? Naja, oder Monster. Monster sind ja immer gut. Aber wisst ihr was? Ich habe einen anderen Monster-Experten. Er nimmt mal Regenbogenstrahlen. So. Das wäre das. So, du. Du darfst dann auch mal aufsteigen. So, hier gibt's nichts. Einverstanden. Zauber. So, sieben hat er nix. Sechs. Ah, ja, sechs. So, fünf. Vier. Verwirrung. Mach mal das hier. So, damit hätten wir den auch fertig. Jo. So viel dazu. Jetzt darfst du natürlich dein Lied singen, warum auch nicht. Und? Ja? Wir wollen natürlich noch handeln. Wie du wünschst. Und zwar, ich hätte deine besonderen Waren gerne mal gesehen. So, und was machen wir hier? Jetzt müssen wir verkaufen. Ein Plattenpanzer. Ach, den nimmt er nicht. Wie schlecht. Kann ich ihm irgendwas? Okay, er nimmt nur magische Sachen. Aber davon hatten wir ja doch auch welche, ne? Schau mal hier. Abwehrarmbänder. Die nimmt er schon mal. Skarabäus der Verteidigung. Was macht der denn nochmal? Rettungswurf gegen Versteinerung und Verwandlung. Okay. Muss ich mir noch überlegen, was ich mit dem mache. So, das war... Prägt euch einen zusätzlichen Zauber ein. Der Stufe 2. Das kann weg. Und neutrale Robe. Naja, die könnte auch weg, will er aber nicht. Will er nicht, dann will er nicht. So, haben wir hier irgendwas zum Verkaufen? Hier, Armbänder. Beschlagener Lederwams will er nicht, aber die Armbänder will er. Lähmungsstab würde er nehmen. Okay. So, hier haben wir wieder Armbänder. Stinkt normal, ne? Da, weg damit. Und das war's dann aber auch schon. So, gut. Das hätten wir alles. Dann gehen wir jetzt mal schlafen. Unterkunft für die Nacht. Nehmen wir mal Händler, ne? Wie immer. Ausruhen. Ich bin hier. So. Und jetzt hatte ich eigentlich nicht vor, aber ich will die anderen Sachen auch noch loswerden. Einfach nur aus dem Grund, weil ich ein bisschen Platz im Inventar haben möchte. Und ich will nochmal auf der Todesinsel gucken. Poff, alle verschwunden. Auf der Todesinsel gucken. In Ordnung. Was denn so der andere Händler noch über hat. Da will ich auch nochmal so einen Reste-Einkauf machen. So, schwuppdiwupp. Gewiss. Na, mein Freund. So, dann gucken wir mal an, was wir dir alles so andrehen können. Also, Feldharnisch will er nicht. Wieso willst du das nicht? Der will das alles nicht. Na gut, fertig.
Weg hier. Wenn er nicht will, dann will er nicht. Ganz tolle magische Sache. Ich verstehe. Er hat keine Lust. Und dann geht's zur Toteninsel. Ich will versuchen, das schnell zu machen. So, halt. So, könnt ihr mich zur Toteninsel bringen? Ja, lasst uns aufbrechen. So, und wir gehen schnurstracks in den Turm. Ist etwas nicht in Ordnung? Schutz vor Kälte. Wie kann ich helfen? Erledigt. So, in alter Ordnung. Freund. Würdet ihr uns etwas über die Vergangenheit? Nein. Insel Gegenstände. Zack. Lasst mal sehen, was ihr habt. So, erstmal verkaufen. So, Plattenpanzer. Nimmt da schön 14.000. Yay. Schnellflegel, weg damit. Feldharnisch. 27.475. Oh, ich würde mal sagen, das hat sich mal gelohnt, hier vorbeizugehen, ne? Was gibt's weiter? So. Robe der neutralen Magier. Hier. Magische Feuerschutzrobe. Kann auch weg. So, hier, Blitzhalt, Bluteisen. Okay, er hat nix. Beschlagener Lederwams, der war nicht schlecht. Ich will ihn mal behalten erstmal. Das Ding kann aber weg. Feldharnisch kann weg. Kurzschwert der Heimtücke kann weg. Langschwert der Handlung kann auch weg. Ja, mein Gott. 114.000. Ich will mal ganz kurz gucken, wie das so jetzt aussieht mit Inventar. Bisschen sortieren vielleicht. Ja, eine Auswahl an Waffen hat sie ja, ne? So, hier, boah, sieht ganz gut aus. Ich überlege, wer könnte diesen Skarabäus benutzen? Fünf Ladungen? Vielleicht er. Infravision. Auch eine 0815-Kette. Bekommst du das und du bekommst das und das hier wird verkauft. So, was ist das hier eigentlich? Streitachs der Müdigkeit. Naja, können wir eigentlich ja auch verkaufen, oder? Streitachs. Was ist das hier? Ah, das ist der Superkriegshammer, ne? Der aber leider nicht so viel Schaden macht. Aber dafür hat sie jetzt diese Handschuhe, die nochmal extra 2 Schaden machen. Na gut, also diese Streitaxt braucht sie nicht. Blitz halt. Person festhalten. Nö, bleibt alles wie es ist. Hier haben wir jetzt auch ein bisschen Platz. Den wollte ich behalten. Okay. Langschwert. Ach, so ein Magier-Langschwert.
Wird sie ja nie benutzen können, ne? Sie nie benutzen können. Also wird das verkauft. So, ich denke, damit ist das Inventar dann ganz gut gesäubert. Die beiden Sachen müssen weg. Hier können wir mal gucken, was wir denn heute so drin haben. Ich höre dich. Und was haben wir bekommen? Oh, ein Zauberspruch. Flammenpfeil. Flammenpfeil. Stets zu Diensten! Haben beide bereits den Flammenpfeil? Ist die Frage. Es ist Grad 3 oder 4? Es ist Grad 3. Grad 3 hat er nicht. Mensch. Mensch, super. Super. Wobei kann ich dir zu Diensten sein? Nein! Oh. So ein Pech. Okay. Ja, Pech gehabt. Wie gewonnen, so zerronnen. Na gut, wir brauchen ihn eh nicht, den Flammenpfeil, den Blöden. Bereit und willig. Erledigt. So, jetzt nochmal. So, verkaufen. Ach, will er nicht. Immerhin will er das. Na gut. Agni Money Halskette verkaufen. Vielleicht ist sie irgendwie speziell. Na, whatever. Okay, was hat er uns anzubieten? Jetzt können wir ja richtig aus den Vollen schöpfen. Ring der Akademie von Ulcaster. So, was bringt denn der? Kann Entzug von Lebenskraft, Alp, Vampirgriff und so weiter anwenden. Plus 2 auf Rettungswürfe gegen Zauber. Kann nur verwendet werden von Magiern, nur Einzelklassencharakter. Ah, so ein Mist. Also nur reinste Magier. Damit kann ich nicht benutzen. Schade. Zyklokegel. Träger kann Wirbelwind anwenden. Rüstungsklassenbonus plus 1. Kann nur verwendet werden von Magiern. Aber diesmal mit Klassenkombi. Okay. Braucht er das, ist die Frage. Zynismus. Ein plus 4 Schwert. Klinge. Fallen finden einmal pro Tag, klopfen einmal pro Tag. Ha. Naja, wenn ich nicht schon so gute Schwerter hätte, könnte ich den ja kaufen. Ogerblutgürtel. Der Träger regeneriert alle 5 Runden einen Trefferpunkt. Träger kann einmal pro Tag 5 Oger herbeirufen. Ich denke, das ist etwas, das sich zu kaufen lohnt. Ich muss nur gucken, wer. Aber irgendjemand hatte bisher noch einen stinknormalen Gürtel. Das wäre was. Schild der Heimsuchung. Schutz vor Untoten. Oh, jo, ne. Armreifen der Explosion. Benutzer kann einmal pro Tag brüllen und lautes Brüllen anwenden. Besteht die Möglichkeit von 10%, dass der Armgreif explodiert. Nein, danke. So, was haben wir denn hier noch? Rüstung. Und wir haben Katzenanmut. Grad 2. Und wir haben Unsichtbarkeit. Den kaufe ich mir. Ich weiß nämlich nicht, ob ich den schon habe. Spiegelbild, Stärke, Hexerei und so weiter und so fort. Knochenwurf, Pfeile. Scharfschützenarmbrust. Junge Wut. 1 bis 8 plus 5. Wahrscheinlichkeit von 5% pro Treffer, dass der Träger 10 Runden lang zum Berserker wird. Nein. Hab ich ihm die Sachen nicht alle verkauft? Ich glaube ja. Okay. So. Dann entscheiden wir uns mal. Wort der Macht Tod. Den habe ich, glaube ich, schon mal gekauft, ne? Wort der Macht Blindheit. Monster herbeirufen 7. Grad 9. Yeah. Grad 9. Okay, dann habe ich den noch nicht, ne? Ich habe Todeszauber, aber nicht den. Blindheit, Grad 8. Eisenkörper, Grad 8. Ach, das sind ja schöne Zauber. Gut, dann
Schöpfen wir jetzt aus den voll lautes Brüllen. Grad 8. Ersticken. Grad 7. Alles tolle Zauber, die ich nicht nutzen kann. 6 kann ich Seelenfresser. Werden jedem lebendigen Wesen in einem Radius von 3 Metern 3 bis 24 Schadenspunkte zugefügt. Fertig. Also wir machen jetzt Folgendes. Wir werden jetzt einfach diesen Gürtel kaufen. Und wir werden außerdem... ich werde mal gucken, das kann ich ja jetzt nochmal schnell machen. Ich werde gucken, brauchen wir diesen Helm? Wieso nicht? Okay, dann kaufe ich noch den Helm und ich werde sämtliche Zauber kaufen und lernen. Und in der nächsten Folge geht's dann hier weiter. Bis hierhin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.